Ja, wir haben beim letzten Mal uns angeschaut die Polynominterpolation und haben gezeigt, dass das Problem der Polynominterpolation eindeutig lösbar ist. Und wir haben Fehlerabschätzungen angegeben und wir haben auch einige Probleme der Polynominterpolation bereits besprochen. Heute wollen wir schauen auf Anwendungen der Polynominterpolation und diese Anwendungen werden eigentlich immer dieselben sein. Wir nehmen an, wir haben eine Funktion, die wir nicht genauer kennen, unter Umständen nur messen können und wir können sie ausrechnen. Das heißt, wir können Werte angeben für die Funktion, wir können die Funktionswerte angeben an einigen Stellen, aber wir können zum Beispiel nicht direkt integrieren, differenzieren oder ein Limes ausrechnen. Und dabei kann uns die Polynominterpolation helfen. Und die Idee, die wir heute haben werden, wird immer dieselbe sein. Nämlich, wir haben einige Auswertungen einer Funktion und die Frage ist, wie differenziert integriert man bzw. wie berechnet man einen Grenzwert? Wir nehmen einfach das Interpolationspolynom und statt der echten Funktion differenzieren, integrieren und so weiter, wir einfach dieses Interpolationspolynom. Man ahnt schon, wo das Problem sein wird, wenn wir einen hohen Polynomgrad haben, wenn wir viele Auswertungen haben, dann wird das Ganze nicht gut funktionieren, weil dann einfach das Interpolationspolynom nicht gut ist, weil das keine gute Approximation für unsere Funktion ist. Das haben wir alles beim letzten Mal bewiesen. Dann müssen wir eventuell auf Teilintervalle gehen und alles das werden wir in diesem Abschnitt auch berücksichtigen. Wir starten mit einem sehr einfachen Beispiel, nämlich mit der Differenziation. Das heißt, wir haben einige Funktionswerte einer Funktion gegeben und wir wollen die Ableitung approximieren. Da fangen wir an mit dem einfachsten Beispiel. Angenommen, wir haben f von x und f von x plus h und wir hätten gern eine Approximation an f' von x. Ich glaube, die offensichtliche Idee wäre, naja gut, dann nehmen wir eben halt den Differenzenquotienten. Und das ist auch tatsächlich das, was rauskommt, weil wir können es hier auch mit Hilfe der Polynominterpolation motivieren. Zunächst mal, wir haben zwei Auswertungen unserer Funktion, nämlich an den Stellen x und x plus h. Und wir suchen das Interpolationspolynom, das uns liefert an der Stelle x das f von x und an der Stelle x plus h das f von x plus h. Zunächst mal, wie sieht dieses Interpolationspolynom aus? Naja, wir haben zwei Interpolationsstellen, zwei Stützstellen. Das heißt, das Polynom muss in P1 sein und man konstruiert es sich sofort als das, was hier vorne steht, nämlich als f von x plus f von x plus h minus f von x durch h mal t minus x. Beweis, warum ist das das Interpolationspolynom? Zunächst mal ist es vom Grad 1 in t. Ja, das ist offensichtlich ein Polynom vom Grad 1, was hier vorne steht. Das ist schon mal gut. Und was kommt raus? Das p von x. Naja, da kommt zunächst mal hier ein f von x raus und dann steht hier vorne t minus x. Das heißt, der zweite Term fällt weg. Das heißt, an der Stelle x hat dieses Polynom den Wert f von x. Das sollte auch so sein. Und bei der zweiten Stützstelle, nämlich an x plus h, haben wir hier vorne ein x plus h minus x steht hier vorne ein h. Und das geht gegen dieses h hier vorne raus. Das heißt, also insgesamt haben wir hier ein f von x plus f von x plus h minus f von x gibt gerade f von x plus h. Das heißt, tatsächlich dieses p, was ich hier stehen habe, ist das richtige Interpolationspolynom an den Stellen x und x plus h. Okay, was ist jetzt unsere Idee? Unsere Idee ist, statt der Originalfunktion differenzieren wir jetzt das Interpolationspolynom. Und ja, wenn wir das ableiten nach t, dann sieht man, naja, das ist, da bleibt einfach nur dieses f von x plus h minus f von x durch h hier vorne stehen. Das heißt also, unsere Approximation für die Ableitung von f an der Stelle x ist die Ableitung des Interpolationspolynoms an der Stelle x und das ist einfach x von x plus h minus f von x durch h. Das nennen wir auch den rechtzeitigen oder Vorwärtsdifferenzenquotienten. Und schreiben das auch gerne mal als dh plus von f an der Stelle x. Okay, wenn es einen rechtzeitigen Differenzenquotienten bzw. einen Vorwärtsdifferenzenquotienten gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch einen linksseitigen Rückwärtsdifferenzenquotienten. Das ist richtig. Wir nehmen also an, statt f von x und f von x plus h haben wir unsere Funktion gegeben an den Stellen f von x minus h und f von x. Und also an den Stellen x minus h und x.
Und wir sollen wieder ausrechnen die erste Ableitung an der Stelle x. Okay, das Interpolationspolynom ist fast dasselbe wie vorhin, nur dass wir hier vorne x minus t stehen haben. Ich spare mir das jetzt nochmal auszurechnen. Unsere Approximation für f' an der Stelle x ist wieder die Ableitung des Interpolationspolynoms an der Stelle x. Und naja, das ist in diesem Fall dann gerade f von x minus h durch h. Und das nennen wir eben halt den linksseitigen oder rückwärts Differenzenquotienten. Dann könnte es auch noch sein, wir haben gegeben f von x minus h und f von x plus h. Wir wollen wieder die Ableitung berechnen an der Stelle x. Und ja, wie sieht das in diesem Fall aus? Ja, zunächst mal brauche ich jetzt das Interpolationspolynom, das an der Stelle x minus h den Wert f von x minus h liefert und an der Stelle x plus h den Wert f von x plus h. Und um das mal ein bisschen zu üben, mache ich das hier einfach mal mit Lagrange. Ich habe zwei Interpolationsstellen, nämlich x minus h und x plus h. Wie geht dann Lagrange? Naja, also erstmal nehme ich den Wert, der rauskommen soll an der Stelle x minus h, also gerade das f von x minus h hier vorne. Dann nehme ich das Polynom t minus die Stützstellen, und zwar die anderen Stützstellen, also alle Stützstellen außer x minus h. Naja, ich habe hier nur eine, nämlich das x plus h. Also haben wir hier oben so ein t minus x plus h. Geteilt durch dasselbe Polynom, wo ich x minus h, nämlich die Stützstelle hier vorne eingesetzt habe, gibt x minus h minus x plus h. Okay, gut, dann müssen wir dasselbe noch machen für die zweite Stützstelle. Das heißt, der Wert, der rauskommen soll an der zweiten Stützstelle, f von x plus h, das schreibe ich hier schon mal hin. Dann Produkt über t minus die anderen Stützstellen, das heißt also t minus x minus h, mehr gibt es nicht. Geteilt durch dasselbe Polynom, wo ich x plus h, nämlich diese Stützstelle, eingesetzt habe, gibt ein x plus h minus x minus h. Ja, und wenn man das alles ausrechnet, ableitet, stellt man fest, dass p' an der Stelle x ist f von x plus h minus f von x minus h durch 2h. Und das nennen wir auch den zentralen Differenzenquotienten von f an der Stelle x. Okay, ein bisschen was anderes. Angenommen, wir wollen die zweite Ableitung ausrechnen einer Funktion oder approximieren einer Funktion. Und uns sind gegeben, diesmal die Stellen f von x minus h, f von x und f von x plus h. Wieder genau dieselbe Idee. Wir berechnen wieder das Interpolationspolynom, diesmal natürlich für diese drei Stellen x minus h, x und x plus h. Und wir berechnen es so, dass jeweils die Werte f von x minus h, f von x und f von x plus h angenommen werden durch dieses Polynom. Ich schreibe es wieder in Lagrange-Form, mache das hier nur mal bei dem ersten Summanden. Wie ging das nochmal? Ich nehme die erste Schrittstelle, also das x minus h, den Wert, der da rauskommen soll, das ist f von x minus h. Dann Produkt über alle anderen, t minus alle anderen Stützstellen, das heißt also t minus x mal t minus x plus h, geteilt durch dasselbe Polynom, diesmal x minus h eingesetzt. Naja, x minus h minus x gibt hier unten ein minus x. X minus h minus x plus h gibt ein minus 2h. Das heißt, der erste Term in dieser Lagrange-Summe ist gerade der hier vorne. Naja, und die anderen können Sie nachrechnen, kommen genauso raus. Okay, das differenziere ich. Ich spare mir jetzt hier mal, im Wesentlichen steht da überall so ein t². Wenn ich das zweimal ableite, kommt eine 2 raus. Und das heißt, beim ersten und dritten Term gehen die 2 gerade raus. Beim zweiten bleibt sie stehen. Und wir bekommen als Approximation für unsere zweiten Ableitung die zweite Ableitung. Ups, das ist natürlich falsch. Die zweite Ableitung des Interpolationspolynoms. Ja, sehr schön. Die zweite Ableitung des Interpolationspolynoms an der Stelle x. Und das ist gerade f von x plus h minus 2 mal f von x plus f von x minus h. Jetzt ist hier irgendwie der Wurm drin. Plus f von x minus h durch h². Und das nennen wir auch gerne den zentralen Differenzenquotient für die zweite Ableitung und bezeichnen den auch gerne mal mit dh2. Okay, gut. Also diese Formeln sind jetzt vernünftig motiviert.
Aber die Frage ist natürlich, macht das denn jetzt auch irgendwelchen Sinn? Ja, und was würden wir denn erwarten? Wir würden doch erwarten, für H gegen 0 konvergieren diese Formeln, die wir gerade hergeleitet haben, tatsächlich gegen, ja, in den ersten drei Fällen gegen die erste Ableitung an der Stelle x und im letzten Fall gegen die zweite Ableitung an der Stelle x. Okay, das kann man tatsächlich zeigen und man kann sogar noch ein bisschen mehr zeigen, nämlich man kann unter etwas erweiterten Voraussetzungen auch sagen, wie schnell das mit H gegen diese Ableitung konvergiert. Und das sagt uns dieser Satz: Wenn f zweimal stetig differenzierbar ist, dann lässt sich der Fehler des rechtseitigen und linksseitigen Differenzenquotienten angeben oder abschätzen durch Groß O von H, das heißt, das ist eine Konstante mal H und kleiner gleich einer Konstante mal H und insbesondere natürlich für H gegen 0 konvergiert die linke Seite hier vorne gegen 0. Wenn F sogar aus C3 ist und wir betrachten den zentralen Differenzenquotienten für die erste Ableitung, dann gilt sogar, dass der Betrag des Fehlers sich abschätzen lässt durch ein Groß O von H Quadrat, das heißt also eine Konstante mal H Quadrat. Und warum ist das möglicherweise besser? Naja, also dieses H Quadrat geht natürlich viel schneller gegen 0 als das H hier vorne. Ja? Also denken Sie, das H ist in der Größenordnung 10 hoch minus 4. Wir betrachten den Fall für H gegen 0. Das heißt, dann hätten Sie hier oben so eine Abschätzung in der Größenordnung, der Fehler liegt in der Größenordnung von 10 hoch minus 4. Hier vorne hätten Sie schon eine Größenordnung von 10 hoch minus 8. Ja, das heißt also, je schneller dieses H hier vorne gegen 0 geht, umso schneller wird dieser Fehler hier vorne auch klein. Und warum das wichtig ist, werden wir spätestens bei der Betrachtung der Differentialgleichungen sehen. Okay, was ist mit unserem letzten Fall, also zentraler Differenzenquotient für die zweite Ableitung? Auch da gilt, dass der Fehler dieser Formel, die wir hier oben haben, sich abschätzen lässt durch eine Konstante mal h Quadrat. Und diese Konstanten, die dürfen jeweils von der Funktion abhängen. Wir werden gleich sehen, im Wesentlichen stehen da die ersten, zweiten oder dritten Ableitungen drin. Die zweiten, dritten oder vierten Ableitungen drin. Okay, im Wesentlichen werden Sie das auf dem nächsten Übungsblatt beweisen. Ich möchte hier nur den Fall Nummer 2 beweisen. Das heißt, wenn f dreimal stetig differenzierbar ist, dann ist der Fehler des zentralen Differenzenquotienten, der lässt sich abschätzen durch eine Konstante mal h². Und das, was ich jetzt hier mache, ist so ein bisschen eine Blaupause für das, was wir in den nächsten Wochen, insbesondere nach den Pfingstferien, machen werden. Nämlich, wenn wir Fehlerabschätzungen angeben wollen, dann gehen wir ganz häufig hin und machen einfach eine Taylor-Entwicklung, setzen die Taylor-Entwicklung ein und schauen dann, was rauskommt. Ja, also schauen Sie mir hier gut auf die Finger. Das ist so eine einfache Blaupause für das, was wir demnächst machen werden. Okay, was kommt in diesem zentralen Differenzenquotienten vor? Da kommt ein f von x plus h vor und da kommt ein f von x minus h vor. Wir gehen einfach hin und betrachten statt f von x plus h die Taylor-Reihe für f von x plus h. Also f von x plus h ist gleich f von x plus h mal f' von x plus h² halbe mal f2' von x. Ja, und weiter können wir jetzt nicht mehr entwickeln, weil das f nur aus c3 ist. Also wir dürfen jetzt hier noch einen Term hinschreiben und für diesen Term nehme ich das, ich weiß nicht, was es ist, ich glaube, es ist das Lagrange-Restglied, plus h hoch 3 Sechste mal f3' von xi1 für ein vernünftig gewähltes xi1 zwischen x und x plus h. Okay, gut, entsprechend mache ich dasselbe mit f von x minus h. Das heißt, es gibt ein xi2, sodass f von x minus h gleich f von x minus h mal f' von x plus h² halbe mal f2' von x minus h hoch 3 Sechstel f3', ja, an der Stelle xi2. Wir können natürlich nicht davon ausgehen, dass das Xi1 und Xi2 hier irgendwie gleich sind. Ja, diese Restgliedabschätzungen, die sagen, es gibt so ein Xi1 und ein Xi2, aber das ist natürlich abhängig von dem Ort, an dem wir die Taylor-Reihe auswerten. Okay, gut, also schreiben wir uns jetzt unseren Differenzenquotienten hin. Der zentrale Differenzenquotient ist definiert als 1 durch 2h mal f von x plus h minus f von x minus h. Was passiert, wenn ich diese beiden hier voneinander abziehe? Naja, also erstmal sieht man, dass f von x geht raus. Dann haben wir hier ein h mal f' von x minus h mal f' von x. Naja, ja, da haben wir noch ein Minus. Das heißt, es gibt 2h f' von x. Zusammen mit diesem 1 durch 2h da vorne gibt es insgesamt ein f' von x.
Dann haben wir, ja, die beiden werden hier wieder, die beiden sind gleich, werden wieder voneinander abgezogen. Das heißt also, der Term geht raus. Und das F3' hier hinten, naja, da haben wir ein H hoch 3 Sechstel geteilt durch 2H, gibt sowas wie H Quadrat Zwölftel. Und dann hier ein F3' von Xi1 plus F3' von Xi2. Okay, wenn wir jetzt dieses F3' von Xi1 und F3' von Xi2 vom Betrag her mal durch das Maximum der Beträge der dritten Ableitung ersetzen, also einfach durch die Supremumsnorm von F3' ersetzen, dann gilt tatsächlich, dass dh von f von x, das hier vorne, was hier steht, minus f' von x vom Betrag, lässt sich abschätzen durch erstmal ein Zwölftel. Dann haben wir hier vorne die, da haben wir zweimal die dritte Ableitung, deshalb stand hier vorne eine 2, also ein Zwölftel, ich mache da mal eine 2 raus, 2 Zwölftel mal die dritte Ableitung von f in der Unendlich-Norm. Und dann eben das Wichtige hier vorne ist das h Quadrat. Und jetzt haben wir hier tatsächlich stehen, dass sich das abschätzen lässt durch eine Konstante mal h Quadrat und dann mit anderen Worten, das ist ein Groß O von h Quadrat. Okay, das heißt, wir haben jetzt vier Formeln, drei Formeln für die Approximation der ersten Ableitung, wobei offensichtlich dieser zentrale Differenzenquotient wohl der attraktivste ist, weil da der Fehler am schnellsten gegen Null geht. Und wir haben eine Formel für die zweite Ableitung, auch da mit dem Fehler von h². Und ja, alle diese Formeln sollten Sie kennen.